Richtig, im Wikimedia Salon. Und das ist eine Gesprächsreihe der Wikimedia Salon, den wir seit 2014 machen. Und wir gehen das Alphabet durch, deswegen das ABC des freien Wissens, und diskutieren mit Gästen aus Kultur, Politik, Wissenschaft, Bildung, aus der Netzcommunity zu jedem Buchstaben ein Thema, das mit freiem Wissen verbunden ist. Und damit wollen wir vor allen Dingen zeigen, wie tief Fragen der Verbreitung von Wissen und Macht in der vernetzten Gesellschaft schon jetzt in sehr vielen Bereichen eine große Rolle spielen. Und wir wollen vor allen Dingen auch die Menschen zusammenbringen, die aus verschiedenen Perspektiven auf diese Wissens- und auch Machtfragen schauen. Und heute sind wir schon angekommen beim Buchstaben X und fragen XY ungelöst: Wie kann Wikipedia diverser werden? Und darüber werden wir jetzt in der kommenden Stunde bis 19 Uhr circa sprechen. Und vor allen Dingen interessiert uns natürlich auch in dieser virtuellen Variante des Wikimedia Salon, was Sie zu dem Thema denken, welche Fragen Sie haben. Deswegen nutzen Sie bitte den Live-Chat, der hier neben uns eingeblendet ist bei YouTube, für Fragen oder auch Erfahrungen oder Gedanken, die Sie zu dem Thema haben. Oder twittern Sie unter dem Hashtag WMDE Salon bei Twitter. Wir haben nämlich die Fragen hier im Blick und ich werde die gegebenenfalls, wenn es gerade gut passt, mit in die Gesprächsrunde geben oder dann am Ende so klassisch als Publikumsfragen mit in die Runde geben. Mein Name ist Lilly Iliev. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Recht als Projektmanagerin und ich freue mich sehr, heute mit wirklich großartigen Gästen über Wikipedia und Diversität zu sprechen. Und jetzt stelle ich Sie vor. Bei uns ist Ferda Ataman. Frau Ataman ist Politikwissenschaftlerin von Haus aus. Sie ist Journalistin und Publizistin und engagiert sich für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus. Sie leitete unter anderem die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und den Mediendienst Integration des Rats für Migration. Sie ist außerdem Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisation. Das ist ein postmigrantisches Netzwerk von People of Color und schwarzen Menschen aus ganz Deutschland. Und sie ist Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Das ist eine Initiative für mehr Vielfalt in den Medien. Und unter anderem in ihrem Buch Hört auf zu fragen, ich bin von hier, beschäftigt sie sich damit, wie in Gemeinschaften Mechanismen von Zugehörigkeit und Ausgrenzung funktionieren. Also das sind auch Fragen, die im Kontext von Wikipedia eine wichtige Rolle immer wieder spielen. Frau Ataman, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem ganz herzlich Leonard Dobusch. Leonard Dobusch ist Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck und hat zuvor unter anderem zu Management digitaler Gemeinschaften geforscht. 2016 wurde er als Vertreter für die Interessensgruppe Internet, was immer wieder für Heiterkeit sorgt, in den ZDF-Fernsehrat berufen. Und er ist nicht nur ein sehr, sehr engagierter Wissenschaftler und auch in der Netzcommunity kein Unbekannter, sondern er ist auch zivilgesellschaftlich sehr engagiert, bloggt bei Netzpolitik, bringt sich bei digitalpolitischen Verbänden ein und ist vor allen Dingen auch ein langjähriger Beobachter der Wikipedia-Community. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, Herr Dobusch. Hallo. Und als Dritte im Bunde begrüße ich ganz herzlich Christel Steigenberger. Christel Steigenberger ist von Haus aus Sozialpädagogin, hat unter anderem als Familientherapeutin gearbeitet und seit 2017 arbeitet sie im Trust and Safety Team der Wikimedia Foundation als Trust and Safety Specialist und ist dort also mit Fragen des Vertrauens und der Sicherheit in den Wikimedia-Projekten betraut. Und sie ist außerdem heute also quasi mit zwei Hüten hier eine erfahrene und auch wirklich begeisterte Wikipedianerin, wie ich weiß, die sich quasi das Strahlen in den Augen bewahrt hat, wenn sie über die engagierten Freiwilligen spricht und kennt sich mit den Regeln und Gepflogenheiten in der deutschsprachigen Wikipedia auch bestens aus. Und herzlich willkommen, Frau Steigenberger. Hallo. So, bevor wir jetzt gleich einsteigen, möchte ich noch eine Spielregel einführen, die sich total gut bewährt hat in diesen virtuellen Salons. Und zwar, wenn jemand gerade sehr leidenschaftlich am Sprechen ist, was super ist, aber die anderen vielleicht dann nur noch wenig Zeit haben für ihre Antwort, dann werde ich diese gelbe Karte hochzeigen. Das ist dann für Sie ein Signal, dass Sie mit dem Gedanken vielleicht demnächst zum Ende kommen, damit wir noch weitergehen können. Genau, und die anderen noch zu Wort kommen. So, und jetzt geht's los. Die erste Frage möchte ich gerne an alle richten und steige jetzt ein ins Thema. Wikipedia ist ja als
Inklusionsutopie gestartet und erneuert jeden Tag auch ihr Inklusionsversprechen. Ja, jede und jeder kann mitmachen. Aber wenn man schaut, wer denn tatsächlich mitmacht, dann ist der Befund doch eher ernüchternd. Wegen des Anonymitätsprinzips in der Wikipedia ist es immer ein bisschen schwierig, so generelle Aussagen über die Zusammensetzung der Communities zu machen. Aber wir wissen aus Erhebungen, dass so ungefähr der Frauenanteil oder der Anteil von Menschen, die sich als Frauen identifizieren, bei 10% liegt. Und der Altersdurchschnitt und der Bildungsabschluss eher hoch liegen. Und deswegen seit längerem wird die Forderung nach einer stärkeren Repräsentation von mehr gesellschaftlichen Gruppen in der Autorinnen- und Autorenschaft in der Wikipedia lauter. Und medial geht es dabei meistens um den Gender Gap, also um den großen Männerüberhang, Frauenmangel in der Wikipedia. Und die Frage ist, wie schätzen Sie die Lage so generell ein? Also warum soll Wikipedia überhaupt diverser werden und was würde denn diverser aus Ihrer Sicht bedeuten? Frau Attermann, vielleicht möchten Sie anfangen. Also ich kann gerne mit der letzten Frage einsteigen, aber natürlich die Einschätzung zum Innenleben können wahrscheinlich die anderen beiden Kolleginnen besser geben. Warum? Also wir als Neue Deutsche MedienmacherInnen versuchen ja auch Medien und Wikipedia ist inzwischen ein Massenmedium, da muss man gar nicht drum herum reden, immer klar zu machen, dass es viele Perspektiven braucht, damit das Produkt gut ist und auch die, und das sagen wir schon nur bei Berichterstattung, noch nicht mal bei enzyklopädischen Einträgen, dass es viele Perspektiven braucht, um einen Bericht ausgewogen zu machen und inhaltlich eben stark und journalistisch den Kriterien entsprechend. So, also wir arbeiten ja grundsätzlich auch so, dass wir Rede gegen Rede machen, also verschiedene Stimmen uns einholen und so weiter. Und wenn nun aber die Leute, die in der Redaktion sitzen oder eben hinter den Monitoren in diesem Fall, wenn die nur eine Sichtweise auf die Welt mitbringen, dann ist es schwierig, ein umfassendes Bild abzugeben. Und ein Kollege von mir, Tyron Ricketts, hat es neulich sehr schön gesagt, er geht in Unterhaltungsindustrie, also in die Unternehmen rein und fragt, wer weiß denn hier, wann Kolumbus die Amerika entdeckt hat, dann weiß irgendjemand, hey, es war 1492 und da meint er, wie kann man denn, super, sehr gut gemacht, aber wie kann man denn einen Kontinent entdecken, auf dem schon Menschen leben? So. Und das zeigt sehr gut ich finde gerade im Kontext von Die Welt erklären und Wikipedia, wie verschiedene Sichtweisen eine Geschichte erst rund machen können. Und wenn die fehlen, wenn es nur eben die Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt Sichtweise gibt, von weißen Männern oder Menschen, die eben von Europa aus die ganze Welt betrachten, dann ist das, also dann fehlt einfach ein Teil der Wahrheit oder ein Teil der Realität. So, das mal vielleicht verkürzt als Einstieg. Also eine Pluralität der Sichtweisen, damit ein rundes Bild entstehen kann. Leonard, was würdest du sagen? Warum soll Wikipedia diverser werden und was würde das aus deiner Sicht im besten Fall bedeuten? Also erstens kann ich mich dem total anschließen, dass Wikipedia, ob es den Wikipedianerinnen gefällt oder nicht, eine so große Bedeutung hat, als wirklich, kann man sagen, eine der zentralen Quellen für das Weltwissen, dass man sich deshalb auch Fragen gefallen lassen muss. Ist das quasi repräsentativ? Ist das wirklich auch Wissen, was hier produziert wird, oder ist das eben etwas, was eine starke Schlagseite hat? Also ich finde, man kann sich aufgrund der puren Reichweite und Relevanz der Wikipedia solcher Kritik nicht mehr entziehen, wie sie klassische Medienkritik eben auch anderen Medien gegenüber vorbringt. Ich würde aber noch hinzufügen wollen, selbst wenn man das mal außen vor lässt und sagt, die Wikipedia-Gemeinschaft ist ein Community-Projekt, dann selbst wenn sich die Wikipedia an ihren eigenen Zielsetzungen misst, nur an den eigenen, nicht an den Maßstäben, die andere von außen an sie herantragen, dann ist der wichtigste Maßstab, der für jeden Wikipedia-Artikel gilt, das unerreichbare Ziel eines neutralen Standpunkts, der Neutral Point of View. Ja? Und da zeigen eben auch alle Forschungen zu den Inhalten, dass dieser neutrale Standpunkt, wir wissen, er ist prinzipiell unerreichbar, aber selbst es ist systematisch wieder nicht erreicht, wenn wir systematisch bestimmte Gruppen stark unterrepräsentiert nur zu Wort kommen lassen. Und das zeigt sich an banalen Beispielen. Also ich habe im Vorgang zu dieser Diskussion nochmal einen Thread von verschiedensten Studien, die das immer wieder zeigen, wie
in unterschiedlichsten Bereichen bestimmte Dinge schlecht repräsentiert oder verzerrt dargestellt werden. Selbst bei Berufen beispielsweise, die ganz überwiegend von Frauen ausgeübt werden, ist die überwiegende Zahl der Fotos, die diese Berufe illustrieren, männlich. Also ich meine, das ist nur ein Beispiel von Dutzenden. Es gibt kaum ein Feld, wo man reinschaut, wo dieses systemische Ungleichgewicht nicht auch Folgen hat für die Inhalte und damit es verunmöglicht oder es erschwert, diesem selbstgesetzten Ziel eines neutralen Standpunkts gerecht zu werden. Also das heißt, selbst abgesehen von der berechtigten Kritik oder Frage von draußen, selbst wenn man an den eigenen Ansprüchen gerecht werden will, dann muss man versuchen, diverser zu werden. Und darf ich das noch nachschieben? Was würde das bedeuten? Also konkret, was heißt denn diverser? Also Diversität hat ja viele Dimensionen. Ja, also das heißt eben, dass man sich, es wird in verschiedensten Bereichen immer Ungleichgewichte geben. Also zum Beispiel, es ist ein enzyklopädisches Projekt, ist ein, wenn ich so sagen will, bildungsbürgerliches. Und dass man da quasi in der Bildung stärker einen Menschen, die quasi einen Bildungsanspruch haben, vertreten, überrepräsentiert haben will, ist jetzt nicht verwunderlich. Ich glaube, man müsste da noch stärkere Anstrengungen unternehmen, um das auch quasi zu gestalten, um hier auch andere Stimmen aus bildungsferneren Schichten, auch wenn das Wort nicht gefällt, hier eine Rolle zu geben. Das bedeutet natürlich auch ganz klar im Bereich Herkunft, im Bereich auch geografische Repräsentanz, ja, auch wenn man sich anschaut, dass indigenes Wissen teilweise nicht die Kriterien gar nicht erfüllen kann, die Wikipedia ausschreibt und so weiter. Aber ich würde sagen, der Gender Gap ist natürlich einer, der auch aufgrund der Stärke und der eigentlich Offensichtlichkeit, und da ist seit 10 Jahren wird versucht, daran was zu ändern, und deshalb finde ich die Frage XY ungelöst auch so gut, weil es ist ja nicht so, als würde man nicht was versuchen. Aber meine These wäre, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, man hat da an bestimmte Tabus, will man nicht rütteln, die aber vielleicht mit ein Grund sind dafür, warum es so schwer ist, daran was zu ändern. Genau, dazu wollte ich dich gleich noch befragen, aber zuerst noch Frau Steigenberger, was würden Sie sagen? Warum muss Wikipedia eigentlich diverser werden? Es ist doch offen für alles, können doch jeder kann doch mitmachen. Was ist denn eigentlich das Problem? Warum muss sich Wikipedia dann verändern? Ich fange vielleicht mit meinem freiwilligen Hut an. Als ich zu Wikipedia gekommen bin, hatte ich erstmal das Gefühl, das ist super für mich, dass ich eine der wenigen, damals war mir auch nicht ganz bewusst, wie viel, aber auch bei den Real-Life-Treffen habe ich ja gemerkt, wenn wir am Stammtisch saßen, wenn wir auf der Wikicon waren, da sind die Männer deutlich in der Überzahl. Und mir ging es eigentlich sehr gut damit, weil alle gesagt haben, wow, klasse, dass du mitmachst. Also ich habe sehr, sehr viel positiven Zuspruch erfahren und habe erst mit der Zeit dann aber gemerkt, dass so ein paar Sachen, ich bin relativ gut mit dem ganzen Regelwerk und allem auch zurechtgekommen, weil ich mich auch in dem Nischenbereich zunächst bewegt habe. Aber sobald es da anfing anzuecken, wo ich auch gemerkt habe, manche Sachen werden einfach auch überhaupt nicht so verstanden, warum das jetzt mich möglicherweise verletzt. Also ganz oft diese Diskussionen, ist etwas sexistisch oder nicht, wenn es nicht ganz offen vulgär ist, habe ich dann gemerkt, dadurch, dass es nicht so sehr viele Frauen gibt, haben die Stimmen, die sagen, das ist doch kein Problem, mit sowas muss man hier leben können, wenn man hier ist, die Überhand gehabt. Da habe ich dann schon gemerkt, ups, ich hätte es gern anders. Ich hätte vielleicht doch gern mehr und auch unterschiedlichere Frauen mit auf der Wikipedia. Ansonsten kann ich mich aber auch von der fachlichen, also von meiner professionellen Seite, aber auch von der freiwilligen Seite her ganz dem anschließen, dass uns so viel Wissen verloren geht. Auch wieder aus meiner Erfahrung, noch bevor ich angefangen habe, bei der Wikipedia selbst mitzuschreiben, als Sozialpädagogin habe ich sehr oft nichts Fundiertes oder Gutes auf der Wikipedia gefunden. Wirklich nur große Grundlagengeschichten. Ganz viele Organisationen, die ich nachschlagen wollte, waren nicht vorhanden. Auch da fehlt einfach Wissen in einem Bereich, wo es sehr, sehr viele Frauen gibt, die dieses Wissen sicher gut hinzufügen könnten. Also es gibt auch Männer, die aber auch anscheinend nicht das Interesse daran haben, das hinzuzufügen. Und wo ich glaube, es gäbe mehr Frauen, die das Interesse hätten, das hinzuzufügen, wenn wir sie dafür gewinnen könnten, bei der Wikipedia mitzuschreiben. Und mir fehlt auch, ich meine, da war vorher die Rede von Kolumbus und Amerika entdecken, mir fehlt auch ganz viel Wissen in der deutschsprachigen Wikipedia zum Beispiel über griechische Dörfer, über türkische Seen, über UN
Weltkulturerbe in Tunesien. Und wir haben die Menschen, die leicht die Quellen lesen könnten in ihrer Muttersprache, die sich aber nicht in Deutsch, das oft für sie ja genauso ihre Muttersprache ist, wie ob das jetzt Arabisch, Türkisch, Griechisch oder sonst was ist, die oft mit zwei Muttersprachen aufwachsen und die sich aber da nicht beteiligen und das Wissen nicht zur deutschsprachigen Wikipedia bringen. International gesehen, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, weil die Sprachversionen auch unterschiedlich aktiv sind, unterschiedlich viele Mitschreibende haben. Also wenn wir daran denken, dass wir haben weit über 300 Sprachversionen, das finde ich toll. Das ist das, was mich auch immer wieder in meinem Beruf motiviert, zu sehen, was da alles passiert. Aber wo ich auch sehe, dass wir noch mehr tun müssen, um diese Leute gleichberechtigt daran teilhaben zu lassen, die zum Beispiel in Ländern wohnen, wo Internetanschluss einfach nicht so selbstverständlich ist, wo das wesentlich teurer ist im Verhältnis, einen Computer zu haben, auf dem ich sinnvoll dann auch Bilder bearbeiten kann, zum Beispiel. Denn uns fehlen Bilder aus dem Kongo, aus Kamerun, aus solchen Ländern. Und von daher, ja, da ist einfach noch ganz, ganz viel zu tun und da hat Diversität noch viel mehr Dimensionen als den Gender Gap. Also das Argument, so viel Wissen geht verloren, aber Frau Attermann, Sie möchten sprechen, bitte. Ich wollte noch mal auf die Frage, ist doch offen für jeden, wo ist das Problem, auch noch mal eingehen. Zusätzlich, also wie so oft bei so Angeboten, die theoretisch für alle gleich gemacht werden, sind ja die Leute nicht gleich. Also wir hatten es ja schon mit Bildungsabschlüssen, ob man sich sozusagen traut als Nicht-Akademikerin, ob man vielleicht denkt, man ist da gar nicht willkommen. Also es wissen vielleicht auch gar nicht alle, dass es eben für alle offen ist. Erstens, zweitens, es kostet Zeit, die viele natürlich nicht haben, gerade die, die viel arbeiten müssen und genau. Und es kostet auch Kraft. Also wir haben auf Twitter hatte auch eine Bekannte von mir, Frau Iliev, geschrieben, dass sie schon ein paar Mal versucht hat mitzumachen. Also sie als Woman of Color sozusagen sich auch genau so angesprochen gefühlt hat und dachte, sie macht gerne mit und fand es eben sehr zermürbend oder aufreibend, die Diskussionen und Debatten zu führen, die Frau Steigenberger angesprochen hat. Ich habe tatsächlich, seit ich einen eigenen Wikipedia-Eintrag habe, bin ich da auch involvierter, weil ich muss mich mal outen. Ich bin eigentlich Wikipedia-Fan gewesen, bis ich einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen habe. Also so geht es vielleicht vielen Leuten. Ich spende es sogar, weil ich finde grundsätzlich die Idee gut. Aber in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da kann jeder und jede irgendwas, was sie irgendwo von mir aufgeschnappt haben, als enzyklopädisches Wissen reinbringen. Und dann stand da was über meine Schwester, über meinen Vater, also sowieso die Frage, warum immer bei migrantischen Menschen Vater und Mutter irgendwie in ihrer Genealogie, wo die herkommen, welchen Beruf sie gemacht haben, drinstehen, aber bei anderen nicht. Also bei anderen heißt bei weißen Personen nicht. Ist ein Faszinosum und zeigt natürlich, aus welcher Perspektive dieses Interesse besteht. Denn ich interessiere mich auch oft für die Genealogie von weißen Menschen, die mir aber nicht geboten wird. Was natürlich jetzt auch ein bisschen eher scherzhaft gemeint ist, aber was wollte ich sagen? Ach so, genau, und ich habe auch dann versucht, entweder selber dann bei anderen mich zu engagieren, noch in den Biografien, habe Freundinnen gebeten, mir zu helfen mit meiner, weil da auch teilweise falsche Dinge drin standen und es ist wirklich anstrengend, weil natürlich die Leute, die da schon sehr lange drin arbeiten und sehr viel Erfahrung auch mitbringen, die Regeln kennen, auch das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil, wenn man da lange unterwegs ist und weiß, wie man was begründet, wie man was im Backend sozusagen hinschreibt und belegt, dann kann das eben sehr anstrengend sein. Und das noch ehrenamtlich nebenbei mit dem rauen Ton, der da manchmal herrscht. Also deswegen ist die Frage, was muss Wikipedia sich überhaupt ändern, wenn neue Leute dazukommen sollen? Auf jeden Fall. Jedes Unternehmen muss seine Kultur immer und hinterfragen. Und das hier ist, auch wenn es ein ehrenamtliches Projekt ist und freiwillig und so weiter, es ist ein Unternehmen und es hat eine Unternehmenskultur. So. Ja, zum Thema, die Kultur muss sich ändern, würde ich gerne nochmal Herrn Dobusch befragen. Also Sie befassen sich ja mit dem oder beforschen auch das Thema, wie verhalten sich denn organisationale Offenheit und Diversität zueinander? Und da ist sozusagen die Prämisse, besonders große oder radikale Offenheit führt eben nicht zu
viel mehr Diversität, sondern es braucht offensichtlich doch nochmal andere Rezepte, um eben einen diversen Zulauf zu haben, gerade in digitalen Gemeinschaften. Sie haben schon konkrete Vorschläge auch, Entschuldigung, vorgelegt, wie das passieren kann. Und mich interessiert so ein bisschen, liegt es denn auch an der Architektur von Wikipedia? Also wie müsste vielleicht Wikipedia auch doch nochmal anders gebaut sein? Oder ist das ein Rezept, wie die Strukturen sozusagen bestehen, dass das Diversität eigentlich verhindert und Inklusion? Ja, also erstmal auch da möchte ich mich bedanken. Ich habe es total spannend gefunden, die Geschichten dazu hören vom Einstieg von und auch das Thema Organisationskultur anzusprechen. Weil natürlich, wir wissen, es gibt eine Organisation hat immer eine Kultur. Es gibt keine Organisation ohne Organisationskultur. Und wenn da schon, ich würde es unter Wikipedia gar nicht unbedingt als Unternehmen bezeichnen, aber wenn wir schon da sind, dann würde ich gerne auch einen BWLer dann zitieren. Peter Drucker oder Drucker, wie auch immer, wird ja zitiert mit dem Satz, Culture eats strategy for breakfast. Ja, also man kann noch so viele schöne Strategien machen, noch so viele schöne Strategiepapiere machen, über wie wir die Wikipedia diverser machen. Ja. Wenn wir an die Kultur nichts ändern, gekriegen, dann wird eine Strategie, die mit dieser Kultur inkompatibel ist, nicht funktionieren. Ja, und gleichzeitig ist aber das so schwierig, weil eine Kultur kann man nicht verordnen. Eine Kultur ist was historisch gewachsen ist, was informell ist, was über Jahre herausgebildet hat. Ja, und in der Wikipedia reden wir von 20 Jahren. Und das heißt, wir haben es hier mit einer Pfadabhängigkeit zu tun. Und da würde ich jetzt sagen, das ist der Unterschied, deshalb ist es noch schwieriger für ein freiwilliges Projekt wie für ein Unternehmen, weil ein Unternehmen geht so weit, dass man sagen kann, naja, jetzt gibt es vielleicht die Diskussion in Deutschland, Vorstandsquote, da muss man halt mehr Frauen in den Vorstand holen und man kann auf jeder Ebene eine Frauenquote einführen und dann muss man halt mehr Frauen einstellen. Auch nicht immer einfach, aber das ist halt bei Wikipedia überhaupt keine Option, ja, weil ich niemanden einfach einstellen kann. Es sind Freiwillige, die müssen wollen. Ja? Und wenn die nicht kommen, ja, und oder wenn die zwar kommen, aber gleich wieder davonlaufen, dann muss ich bei mir selber ansetzen. Aber das ist eben gar nicht so leicht. Und wenn ich gesagt habe, Tabus angehen, ich glaube wirklich, dass die Offenheit der Diversität ein bisschen im Wege steht. Und das ist der Grund ist genau dieses Offenheitsversprechen, wo da steht, anyone can edit. Na, wie offen sollen wir denn? Wir gehen doch nicht offener als alle. Da ist auch eine Barriere im Denken schon, dass sie denkt, aber hey, wir sagen, jeder und jede kann mitmachen. Du musst dich nicht mal einloggen. Also wie sollen wir denn noch offener werden? Ja? Und da ist das Problem, dass ich halt eine so als auch exkludierende Offenheit bezeichnet habe. Dass ich glaube, besser versteht man es mit so einem Spruch, den jeder kennt, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Ja? Und auf die Wikipedia übertragen heißt das, wenn ich so offen bin, dass ich auch offen bin für Leute, die andere vertreiben, dann bin ich nicht offen, das ist nicht das maximale Offenheit, sondern dann habe ich eine exkludierende Offenheit. Ich habe Leute bei mir, die eben zum Beispiel manchen belästigen, ja, die unfreundlich sind, die auch eine Kultur reproduzieren, die eben nicht wertschätzend ist im Umgang. Ja. Und Menschen, die diese nicht wertschätzende Kultur sogar noch verschlimmern, ja. Wenn ich diese Menschen und ihr Verhalten vor allem auch, es geht nicht nur um die Menschen, es geht ums Verhalten, wenn ich dieses Verhalten toleriere, ja, dann ist das, bin ich zwar offen für diese Leute, gleichzeitig verschließe ich mich aber für alle die Menschen, die in so einer Kultur nicht ihre Freizeit verbringen wollen. Und denen das vorzuwerfen, kann man machen, ja, aber ich glaube, dann wird man das Problem nicht lösen. Und ich möchte jetzt aber schon auch noch einen Punkt sagen, warum ich glaube, dass das so schwierig zu ändern ist. Vieles, auch Menschen, die berichten, dass sie einfach ihre Artikel gleich wieder zurückgesetzt werden, dass gelöscht wird, dass das nicht viel erklärt wird, dass sie auch auf eine teilweise unfreundliche Art über Regeln aufgeklärt werden. Erstens natürlich, diese Menschen, die diese Regeln erklären, die haben die schon 10.000 Mal erklärt. Das ist auch nicht so einfach. Und das, was aber noch viel größere Problem ist, da gibt es Leute, die sind einfach seit 10, 15 Jahren in der Wikipedia dabei. Die haben dokumentiert Tausende, Zehntausende Editierungen vorgenommen. Die sind wirklich das Rückgrat der Wikipedia. Und alle in der Wikipedia, die da engagiert sind, die wissen das. Die haben einen Track Record an Beiträgen. Ja? Das sind manche von denen, und das ist eine Minderheit. Aber manche von denen, die so viel beigetragen haben, sind leider auch Menschen, die andere nicht sehr herzlich behandeln, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja? Und jetzt ist die Gefahr, wenn man quasi so eine Person zum Beispiel sagt, das geht so nicht, mit dir wollen wir nicht weitermachen, dann riskiert man alle diese wertvollen Beiträge dieser Person, ohne dass man weiß,
dass man damit gleichzeitig adäquaten, unter Anführungszeichen, dass deshalb dann auf einmal mehr Frauen mitmachen werden. Das heißt, es ist einfach so eine Art, es fällt auch nicht leicht, ja, hier quasi harte Regeln durchzusetzen, weil die Leute, die man durchsetzen müsste, das sind halt Menschen, die Community Support haben, die von der Community in Administratorinnen und Administratorenrollen gewählt wurden. Ja? Gewählt, das ist ja auch, das heißt, man stößt da selbst an Grenzen von demokratischen Prozessen. Ja? Also die nämlich exkludierend gegenüber einer Minderheit sein könnten. Und ich glaube, diese Probleme zu lösen, das erfordert halt auch zum Beispiel vielleicht an diesem radikalen Offenheitsdogma, würde ich sagen, zu rütteln. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man jetzt zum Beispiel an einem allgemeinen Code of Conduct arbeitet, ja. Den durchzusetzen wird aber nochmal eine nicht einfache Aufgabe werden. Du nimmst mir den Übergang aus dem Mund. Christel, wie sieht es denn aus? Vielleicht magst du uns ein bisschen Einblick geben. Du bist sozusagen dabei, den Prozess zu gestalten, zu moderieren, sagst gerne in deinen eigenen Worten, so eine Art von globalen Verhaltenskodex zu erstellen, der von den Communities weltweit sozusagen so ein Fundament sein soll, so eine Vereinbarung. Das sind sozusagen die Basics, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das soll erstellt werden. Und das wäre natürlich ein ganz wichtiger erster Schritt, wo man sich dann eben sozusagen abarbeiten kann an so einem Kodex, wenn es eben zu Konfliktfällen zum Beispiel kommt. Wie sieht denn dieser Prozess überhaupt aus? Also weltweit sollen sich alle Community-Mitglieder darauf einigen und dann soll das Ganze, wie Herr Dobusch gerade schon angesprochen hat, auch noch sozusagen von innen heraus getragen werden. Das ist eine Mammutaufgabe, oder? Vielleicht fange ich tatsächlich mit meiner Rolle nochmal an. Also ich bin Teil eines Teams, also ich bin nicht diejenige, die das macht. Ich bin Teil eines Teams, das versucht, die Community zu ermächtigen, zu begleiten in einem Prozess, sich solche Regeln zu geben. Der Auftrag dafür kommt auch in gewisser Weise aus der Community. 2017 hat die internationale Wikimedia-Gemeinschaft auch wieder unter Führung, Anleitung, Begleitung der Foundation damit begonnen, einen Strategieprozess zu machen, der hoffentlich nicht ganz so schnell zum Frühstück gegessen wird, wie Herr Dobusch das gerade gesagt hat, weil er eben entstanden ist aus einem sehr interaktiven Prozess. Natürlich ist es so, dass wir nie alle, die an der Wikipedia mitarbeiten wollen, irgendwann mal mitgearbeitet haben, mit einbeziehen können. Das sind einfach Dimensionen, die sprengen alle Grenzen. Aber es wurden sehr viele Anstrengungen gemacht und es wurde auch geschafft, dass wirklich weltweit sich sehr, sehr viele Freiwillige eingebracht haben. Daraus sind zunächst mal sehr tatsächlich High-Level Grundlagen entstanden, wo man gesagt hat, das ist jetzt unser Ziel für 2030. Das war 2017 und dann wurde das wieder in Arbeitsgruppen, die gemischt waren aus Freiwilligen, aus Angestellten der verschiedenen Chapter. Also es gibt ja nicht nur Wikimedia Deutschland, es gibt ja in ganz vielen Ländern solche, ob es jetzt Vereine sind oder andere Mitgliederorganisationen oder wie auch immer, die das jeweils gestalten. Aber aus solchen Menschen und auch aus Angestellten der Foundation zu verschiedenen Themen spezielle Arbeitsgruppen. Und zwei dieser Arbeitsgruppen, eben die zum Thema Diversität und die zum Thema Community Health, also zum Thema, wie können die freiwilligen Gemeinschaften gut und gesund sich entwickeln und weiter wachsen, haben so eine Empfehlung ausgesprochen, so einen Universal Code of Conduct, wie es eben genannt ist, von denen zu entwickeln. Das wurde dann wieder von unserem Board of Trustees, also von den Vorstand quasi der Stiftung in einer Empfehlung im Mai 2020 zu einer Priorität erklärt. Und die haben das Team, von dem ich Teil bin, damit beauftragt, auch wieder das nicht selbst zu schreiben, sondern die Communities zu unterstützen. Also wir haben in der ersten Runde bereits Umfragen gemacht mit 19 verschiedenen Sprachcommunities, sehr intensiv mit Menschen aus diesen Communities, die diese Sprachen sprechen. Also haben da mit Menschen von der Bengali-Community, einer kleinen indischen, indigenen Community Santals. Wir haben mit Leuten, Russischsprechern gesprochen. Wir haben die chinesische Community befragt. Also sind da sehr in die Breite gegangen, haben dann wieder die Ergebnisse zusammengefasst und wieder eine Arbeitsgruppe einberufen, die auch mit
mehr Freiwilligen, aber auch Festangestellten der Stiftung besetzt war. Denn auch die Festangestellten der Stiftung werden von diesem Code of Conduct ja auf jeden Fall betroffen sein. Jedes Mal, wenn sie auf irgendeinem der Projekte editieren, und das tun die meisten von uns, sind wir ja auch diesem Code of Conduct unterworfen und haben da jetzt einen Entwurf gemacht. Der liegt gerade beim Stiftungskuratorium oder dem Vorstand der Stiftung zur Ratifikation und soll anschließend dann wieder zurückgehen an die Communities, um zu entwerfen. Und da kommt der große Punkt, wie kann man das dann umsetzen? Also wer, welche Prozesse, welche Regulatorien wollen die Communities haben, um das umzusetzen? Die Schwierigkeit ist dabei immer, auch da wollen wir wieder mit vielen unterschiedlichen Communities im Vorfeld reden. Es wird wieder eine Arbeitsgruppe geben, die dann die Vorschläge versucht, etwas genauer festzuzurren. Aber da sind wir sehr gespannt darauf, selbst was das da ergeben wird. Und ja, die Schwierigkeit wird sein, es wird nicht für alle passen. Wir versuchen, sehr viele Stimmen zu hören, aber wenn man alle Stimmen hört, hat man immer auch sehr widersprüchliche Stimmen. Und von daher wird es sicher nicht so sein, dass alle Menschen glücklich sind. Und viele sagen, ich habe zwar was gesagt, aber ich wurde nicht gehört. Und viele werden sagen, ich wusste gar nicht, wo ich mich einschalten sollte. Aber ich habe trotzdem schon das Gefühl, dass wir unsere Hauptstakeholder, wie man ja so schick sagt, also die Leute, die wirklich involviert sind, auch in der Regeldurchsetzung, auf eine gute Art und Weise ansprechen können. Wir werden deren Meinungen gut sammeln und dann an diese Arbeitsgruppe weitergeben. Und da war meine Erfahrung schon aus dem ersten Prozess dieses Entwurfs für die Regeln so, dass die Arbeitsgruppe das sehr, sehr gut aufgenommen hat und wirklich das, was da war, was im Vorfeld gesagt wurde, sehr ernst genommen hat und dann auch eben in dem Entwurf umgesetzt hat. Der auch noch, muss man auch sagen, einen Monat lang Community Review, also auf dem Meta-Wikipedia, leider hauptsächlich englischsprachig, aber wir hatten von Anfang an sehr, sehr viele Übersetzungen da. Wir haben da sehr dran gearbeitet. Dann auch wirklich zur Verfügung stand in den Hauptsprachen. Man konnte das auf Russisch lesen, auf Chinesisch lesen, auf Spanisch lesen, auf Italienisch und seine Meinung dazu sagen. Und da hat auch nochmal dann die Arbeitsgruppe sehr viel rausgezogen und letzte Änderungen gemacht, bevor es an das Board of Trustees ging. Ja, danke für die Schilderung. Wie klingt das? Also wenn ich mal so ein bisschen salopp fragen kann, also dass das sozusagen ein langwieriger Prozess sein muss und der sozusagen mit vielen Feedback-Schleifen verbunden ist und so, das ist irgendwie klar, das ist irgendwie evident. Aber was ich mal so verspüre, ist auch so eine, also einerseits so eine Ungeduld, oh Mensch, das dauert so lange und das muss doch jetzt was passieren. Und andererseits aber auch ein Widerstand, ne, gegen sozusagen Dinge, die man vielleicht nicht selbst ins Leben gerufen hat. Aber wir haben gerade schon gesagt, das Gefühl ist eher, es wird positiv aufgenommen und da geht was in eine richtige Richtung. Genau dieser Widerstand ist ein Teil, den ich sehr gut auch als Freiwillige ja kenne. Also da kommt was aus USA, da kommt wieder was von irgendwo anders. Und das ist vielleicht auch mein Wunsch an die deutschsprachige Wikipedia-Community, da vielleicht mal einmal tief durchzuschnaufen und zu schauen, wo kommt es wirklich her und sich einerseits wirklich selbst zu beteiligen und mitzumachen und auf der anderen Seite aber auch ernst zu nehmen, dass zum Beispiel Frauen aus Indien sehr stark an dem ursprünglichen Anstoßen des Prozesses beteiligt waren. Und ernst zu nehmen, dass die sagen, wir brauchen sowas. Ernst zu nehmen, dass zum Beispiel eine Frau aus Nigeria in der Arbeitsgruppe als Freiwillige dabei war und ganz viel eingebracht hat. Ernst zu nehmen, dass eine sehr aktive Organisatorin aus der LGBT-Community sich sehr für bestimmte Teile des Code of Conducts eingesetzt hat. Und dann eben nicht zu sagen, das ist irgendwie die amerikanische Stiftungsunternehmenskultur, die uns übergestülpt wird, sondern ernst zu nehmen, dass da wirklich Freiwillige stundenlang miteinander auch um Detailformulierungen gerungen haben und stundenlang, wochenlang gelesen haben, was andere Freiwillige vorher schon gesagt haben. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, den Widerstand zu überwinden.
Ich musste gerade noch mal dran denken, was Frau Attermann gesagt hat, die Userin auf Twitter, die eben geschildert hat, ich versuche da mitzumachen, ich habe auch schon bei Wikipedia geschrieben, aber es ist eben ein toxisches Umfeld. Es ist eine toxische, sie würde eine toxische Kultur wahrnehmen, was wir vorhin schon besprochen hatten. Und mein Gefühl ist auch, dass sozusagen in den letzten Jahren sich da noch mal irgendwie was bewegt hat in der Gesellschaft. Also dass diese Befunde über hier gibt es eine Toxizität oder hier gibt es sozusagen kulturell keine Willkommenheitsatmosphäre oder so in die Richtung, dass da nochmal eine andere Sensibilität dafür entstanden ist. Und ich glaube, da ist die Sorge auch, schaffen wir das sozusagen, den Zulauf, den wir wollen und die vielen, viel mehr Menschen mit viel mehr Hintergründen sozusagen zu dass die Wikimedia-Projekte, die Mitarbeit attraktiv ist und noch attraktiver wird, zusammen mit dieser Entwicklung, dass man einfach nicht mehr sozusagen jedes Umfeld akzeptiert, sondern sagt, ich möchte mich auch wohlfühlen, ich möchte auch gesehen werden, ich möchte hier auch mein, nicht nur sozusagen am Tisch sitzen, sondern das Rezept mitschreiben. Ich habe da immer so ein bisschen mit diesem Begriff toxisch so meine Probleme, der wird ja im Moment sehr, oder schon seit einiger Zeit im Wikimedia-Umfeld sehr viel benutzt. Ich finde den sehr schade. Ich finde eher diesen Aspekt, wo machen wir uns tatsächlich selbst das Leben sehr schwer als Wikimedianer, Wikimedianerinnen und wo versäumen wir was, wenn wir nicht offener und willkommener sind. Für mich ist ein großer Teil auch der Freude als Freiwillige, aber auch der Freude als Mitarbeitende der Wikimedia Stiftung darin, dass ich so unterschiedliche Leute kennenlernen durfte. Ob das jetzt ist in einem freiwilligen Projekt mit anderen Editoren, Editorinnen aus Bangladesch zusammenzuarbeiten, die Artikel über München in ihrer Sprache geschrieben habe, während ich die Münchner ermutigt habe und die Münchnerinnen Artikel über Chittagong zu schreiben. Also solche Erfahrungen, das ist einfach was, das kann man woanders nicht machen. Und ich versuche eher so diese Begeisterung und diese Freude weiter wachsen zu lassen, mitzuteilen. Und ich glaube, dass das auch wirklich die Chance ist, denn ich glaube, das war der Anfang. Das ist der Kern, das ist der Graswurzelgedanke der Wikimedia-Projekte, zu sagen, wir haben Freude daran, Wissen miteinander zu teilen und einfach nochmal zu öffnen, was kann das heißen? Und dieses Schließende von einer Enzyklopädie muss aber diese Regeln haben, darf nicht bestimmte Themen abdecken, darf nicht missbraucht werden für Paid Editing, für bestimmte Interessensgruppen, da ein bisschen wieder rauszukommen. Das ist auch meine Hoffnung des Code of Conduct. Aber es wird Zeit dauern. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal auf Wikipedia als Massenmedium. Frau Attermann, Sie sind Journalistin und wissen darum wahrscheinlich ziemlich gut, dass auch gerade von Journalistinnen und Journalisten Wikipedia eben sehr stark benutzt wird, auch für die Recherche. Und deswegen sozusagen vielleicht auch nochmal so ein Relevanzbedarf Boost bekommt, was da eben steht, über Ereignisse, über politische Geschehnisse etc. Wie würden Sie vor dem Hintergrund sozusagen die Rolle von Wikipedia auch einschätzen, wenn der Befund lautet, die Autorinnenschaft repräsentiert viel zu wenig gesellschaftliche Gruppen und Perspektiven auf diese gesellschaftlichen Ereignisse, über die sie eben berichtet? Also diesen Vorwurf kann man natürlich Medienunternehmen und Medienredaktionen und Häusern auch machen. Per se, pauschal. Es gibt sehr wenige, wobei es gibt welche, und gerade die jüngeren Formate sind deutlich diverser. Und das merkt man auch am Produkt, muss man dazu sagen, in Klammern. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das genau etwas, was man denen auch sagen kann. Aber also ich kann mich erinnern, als ich in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, war immer klar, Wikipedia kann keine Quelle sein, so. Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem erstmal den Wikipedia-Eintrag gelesen haben, dann die Quellen alle gecheckt haben und wenn es dann stimmte, dann hat man quasi ich weiß nicht, ob das so eine Sekundärquelle heißt, aber die Originalquelle, die Wikipedia benutzt hat, genommen. So. Aber am Ende des Tages war trotzdem Wikipedia natürlich auch eine Informationsquelle und in letzter Zeit haben wir es ja auch immer wieder gesehen, also Medien nutzen Wikipedia auch zunehmend als Primärquelle so, und nennen sie auch.
Ich finde aber auch, ohne dass das passiert, ist alleine schon durch die Verfügbarkeit und durch die Abrufungszahlen und durch die Tatsache, dass, ich glaube, junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler, die fragen Wikipedia und YouTube. So, die fragen nicht mehr ihre Eltern oder irgendwelche älteren Geschwister oder so, sondern man googelt und dann guckt man halt, was rauskommt. Und es kommt halt raus, irgendwie ein YouTube-Video wahrscheinlich und ein Wikipedia-Eintrag als erstes. Und das ist natürlich eine wahnsinnig krasse Macht. Also da gibt es bestimmt auch noch andere Worte, die jetzt passen würden, aber in dem Fall würde ich sagen Macht. Und ich wollte auch ohne Ihre Frage schon auf das, was Frau Steinberger gerade alles gesagt hat, sagen, aus einer journalistischen Perspektive ist dieses ohne Faktenchecken, also die Arbeitsweise von Wikipedia, zu sagen, wir verlassen uns darauf, dass die kollektive Intelligenz das Ding schon schaukelt, wissend, dass da immer wieder versucht wird, Einfluss zu nehmen von Unternehmen, von also Privatpersonen auch. Ich würde auch gerne meinen Wikipedia-Eintrag am liebsten selber schreiben, ehrlich gesagt, keine Frage. Und nicht zu unterschätzen, ich beschäftige mich auch viel mit rechtem Online-Aktivismus. Also da gibt es bestimmt auch Linken, aber mir macht im Moment ehrlich gesagt der Rechte Bauchschmerzen. Und dass da auch nochmal sehr viele, teilweise auch bezahlte, also diese sogenannten Trollfabriken, dass da einfach wahnsinnig viele Menschen hauptberuflich versuchen, im Internet Meinung zu machen und Meinung zu manipulieren, was wir gerne mit Blick auf die USA diskutieren, aber wenig, nicht gar nicht, aber wenig mit Blick auf Deutschland, obwohl das alle Länder inzwischen betrifft, wirklich einfach alle, dass man in diesem ganzen Gesamtsetting eigentlich nicht mehr auf einen, das reguliert sich schon von selbst, wenn nur genügend Leute und genügend Perspektiven mitmachen. Also ich bin mir definitiv sicher, dass Wikipedia mehr Diversität braucht, wie jedes Massenmedium. Und tatsächlich, Herr Dobisch, Sie haben recht, das ist kein Unternehmen, sondern ich wollte sagen Organisationskultur, das wäre das richtige Wort gewesen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also, genau, da bin ich mir sicher, Wikipedia braucht mehr Diversität, aber eigentlich finde ich schon, dass ein ganz großes Fragezeichen dahinter ist, ob Wikipedia überhaupt so weitermachen kann, mit oder ohne Statuten, neuen Regeln und Verbesserungen der Arbeitsweise und vielleicht sogar Bemühungen um die Organisationskultur. Aber in dem Moment, wo Wikipedia diese Monopolinformationsstellung bekommen hat, die sie hat, muss ein Faktencheck her und müssen ganz klare inhaltliche Kriterien. Also ich finde, das ist so ein bisschen wie, gut, Medien können auch manchmal einfach schreiben, was sie wollen und es wird nicht kontrolliert. Aber sie haben einen journalistischen Anspruch. Also wir haben in Deutschland zum Glück auch keinen Sender wie Fox News oder so. Ne? Wir diskutieren hier natürlich auf einem relativ hohen journalistischen Level. Ich mag Fokus nicht, aber am Ende des Tages sitzen da auch Journalisten, die nach bestimmten Kriterien arbeiten und wenn sie Meinung machen, dann kennzeichnen sie es hoffentlich in der Regel auch als Meinung, so wie ich, wenn ich Meinungsartikel schreibe, auch drüber schreibe Meinung. Und es läuft alles in so einem geregelten Verfahren und das, also ich finde, dafür ist die Sache eigentlich zu groß, als dass man da mit viel Hoffnung und sozusagen dem, wie sagt man, so einen positiven Zugang zu Crowd-Intelligenz, der fällt mir zunehmend schwer. So. Und ich habe es tatsächlich einfach gemerkt an meiner Bio. Also, und ich weiß dann auch nicht, ist das jetzt ein rechter Aktivist oder ist das einfach ein Herr Professor oder irgendwer, der aber findet, das ist so. Keine Ahnung. Ich würde da gerne einhaken und ein bisschen eine andere, ich habe da ein bisschen einen anderen Blick drauf. Also als jemand, der selber ja auch im ZDF-Fernsehrad eben, würde ich sagen, also zwar ehrenamtlich oder quasi ehrenamtlicher Medienaufseher ist er und nicht selbst jetzt Medienmacher, ist mein Eindruck eigentlich, dass gerade wenn es in so Sachen wie Faktenchecks geht, also ist ein Beispiel, ja, die größten Fake News oder Desinformationsprobleme haben die großen kommerziellen Plattformen YouTube und Facebook. Und wenn die Fakten oder wenn die Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen oder Desinformation quasi überprüfen wollen, dann verlinken die systematisch auf Wikipedia. Und zwar deshalb, weil, und das war meine These immer, dass in Sachen Desinformationsvermeidung Wikipedia eigentlich das mit Abstand robusteste Ansatz im Netz ist. Warum? Weil Wikipedia eben von Anfang an offen war für Manipulationsversuche, von Anfang an offen war für Versuche, Desinformation unterzubringen dort.
Und deshalb von Anfang an, nämlich schon 10 Jahre früher als alle anderen Plattformen, dafür quasi auch Lösungen suchen musste. Und ich würde sagen, das gelingt der Wikipedia erstaunlich gut. Und ich würde sagen, das Mittel dazu ist radikale Transparenz. Also jede Änderung ist nachvollziehbar, dauerhaft für immer. Das ist eine, also das heißt, ich bin auch vorsichtig bei der Wisdom of the Crowds, aber ich sage mal so, und da kommen wir dann auch zurück vielleicht zum Diversitätsthema wieder. Das, meine These wäre, das Problem der Desinformation der Wikipedia ist quasi gelöst worden, indem man ganz viele Regeln eingeführt hat. Wie zum Beispiel in Deutschland, wenn man auf die Wikipedia kommt, sieht man zuerst gesichtete Versionen. Ja, das ist gar nicht nur der eingeloggte Nutzer, die eingeloggte Nutzerin sieht quasi die jüngste Fassung. Ja? Sondern in der Regel hat da jemand drüber geschaut. Das heißt jetzt nicht, dass das deshalb korrekt sein muss. Ich würde sagen, das ist sogar der zweite Punkt, warum ich Wikipedia eigentlich auch so toll finde aus einer Faktenperspektive. Weil Wikipedia so deutlich macht, dass Fakten und was Faktum ist, umstritten ist und nie endgültig beantwortbar ist. Also wirklich fast sokratisch ist Wikipedia. Seit Sokrates wissen wir wissen, dass wir nichts mit Sicherheit wissen können. Und bei Wikipedia ist das, da steht das vorne groß drauf. Jeder kann es ändern, es ist nur vorläufig. Morgen kann die Seite anders ausschauen, weil die Verhandlung darüber, was als gesichertes Wissen gilt, in der aktuellen Zeit weitergeht. Und da finde ich, ist eigentlich Wikipedia sehr aufklärerisch. Und ein dritter Punkt, warum ich sage, Wikipedia ist da sogar den herrschenden Medien oder den klassischen Medien überlegen ist, weil es, und da ist die Marktmacht, wenn man so will, von Wikipedia sogar ein Vorteil, weil es zwingt, unterschiedliche Interessensgruppen sich auf irgendwas zu einigen. Und wenn dann am Ende steht, die einen sagen das und die anderen sagen das, aber es gibt einen Zwang, sich zu einigen. Das ist ganz anders bei YouTube und bei Facebook, wo jeder und jede in seinem Kanal und ihrem Kanal alles rausblast und es keinen Zwang gibt, sich mit der Gegenseite auch nur irgendwie auseinanderzusetzen. Und das ist bei Wikipedia schon ganz anders. Da gibt es diesen Zwang zur Auseinandersetzung. Das ist manchmal nicht schön zum Zuschauen. Ja, also das ist, wenn es einen Editor gibt, dann ist das manchmal unerfreulich. Das ist auch diese Streitigkeiten, die sind auch teilweise eben brutal. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zum Diversitätsthema. Ja, ich würde sagen, gerade diese Auseinandersetzung, die will ich nicht raus haben aus der Wikipedia, diese Auseinandersetzung darüber, was als Faktum gilt oder gelten soll, das ist total wichtig, das ist essentiell, das ist was, was Wikipedia besser macht als alles, was dann sonst an Faktenchecks draußen rum passiert. Aber wie schaffen wir es, dass diese Auseinandersetzung auf Basis zivilisiert abläuft? Und da möchte ich jetzt nochmal zum zweiten Punkt kommen, wo ich weiß, jetzt schon wieder, da wird es vielen, manche, also das ist diesen Vorschlag, wenn ich den bringe im Wikipedia-Kontext, dann werde ich von den Freiwilligen oftmals immer, ja, auch kritisch beäugt. Der betrifft ein anderes Tabu, und zwar ist das das Tabu, dass sich die Foundation, die formale Organisation, die Organisation, an die wir spenden, wenn wir die Wikipedia spenden, dass sich die aus allem, was mit Inhalten zu tun hat, raushalten muss. Ja, dass die quasi nicht einmischen darf. Das ist auch praktisch, weil wenn jemand unzufrieden ist mit dem Wikipedia-Artikel, dann kann er nicht zu Wikipedia gehen und anrufen und sagen, ändert das bitte, weil die sagen, wir haben damit nichts zu tun. Also das ist natürlich einerseits sinnvoll aus der Hinsicht, aus Wikimedia-Sicht, aber das bedeutet, oder es geht so weit eben, dass man sich auch in diese organisationskulturelle, community-kulturelle Frage nicht einmischt. Weil man hat ja damit nichts zu tun. Das machen die sich untereinander aus. Und ich glaube, das kann man sich nicht mehr leisten. Also lass mal umdrehen sagen, in jedem doofen Tageszeitungsforum, wo ein paar hundert Leute kommentieren, gibt es professionelles Community-Management, weil das sonst aus dem Ruder läuft. Und das heißt, die können dort auch Beiträge löschen, die können Beiträge sperren, die können, das ist transparent. Aber wenn man so in einem Forum nicht hart moderiert, dann bleiben da alle vernünftigen Leute weg. Und jetzt ist das in der Wikipedia glücklicherweise eh noch nicht passiert, dass alle Vernünftigen wegbleiben. Aber ich würde sagen, ich finde das auch nachvollziehbar. Leute, die gern an einer Wikipedia, an einer Enzyklopädie mitschreiben, das sind nicht die Leute, die vielleicht ein Interesse daran haben, Online-Diskussionen zu moderieren. Das ist ein anderer Job-Description. Das ist ein Job. Ja, Community-Managerin ist ein Job und Community-Manager. Und ich finde, die Wikipedia hat wirklich genug Geld, das derzeit eigentlich gar nicht unmittelbar zurück in die Wikipedia fließt. Und während man zum Beispiel auch völlig selbstverständlich für Softwareentwicklung zahlt, ja, alles, was da in der MediaWiki-Software entwickelt wird, das wird natürlich bezahlt. Es ist freie Software. Aber es werden Entwicklerinnen und Entwickler dafür bezahlt. Jetzt kann ich zwar verstehen, dass man sagt, wir wollen nicht fürs Schreiben von Artikeln bezahlen. Finde ich gut. Aber wenn es andererseits, wenn es mit dem Rückgang der Editorinnen so weitergeht, wird man selbst daran irgendwann mal rütteln müssen. Ja? Aber ich würde sagen, als nächsten Schritt musste man sich einfach überlegen, ob es nicht in allen größeren Sprachversionen genügend professionelle, bezahlte Community-Managerinnen und Manager gibt, die sich darum kümmern, dass so ein Code of Conduct eben
auch eingehalten wird und die dafür auch bestimmte Rechte haben, die nicht sich in die Inhalte einmischen, aber die sich in die Art und Weise, wie diese Inhalte ausgestritten werden, einmischen. Dass hier quasi man einen wertschätzenden Umgang pflegt. Und das würde ein bisschen dann diesen Tabu rütteln, wir zahlen nicht, und diese strikte Grenze zwischen Community und Foundation, die würde man ein wenig einreißen. Aber ich glaube, nach 10 Jahren, wo man geglaubt hat, das braucht es nicht, wäre es ein Versuch wert, das mal zu probieren. So, das steht im Raum. Ja, Frau Steinmeier. Da ist jetzt viel gesagt worden, wo ich auf ganz, ganz, ganz vieles gerne im Detail eingehen würde. Dafür ist die Zeit nicht da. Ich glaube, aber ich möchte schon sagen, dass aus meiner Beobachtung die Foundation sich bewegt, in solche Richtungen zu schauen, wo ist es gut, dass wir das Geld für eine andere Form der Verantwortungsübernahme verwenden. Eben nicht nur die Software weiterzuentwickeln, sondern tatsächlich ist mein Team auch in den letzten Jahren, das Team, in dem ich bin, in den letzten Jahren doch auch deutlich gewachsen und auch in der Richtung bewegt zu sagen, wir müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich habe eine Kollegin sitzen in Griechenland, aber ich habe einen Kollegen sitzen in Côte d'Ivoire, ich habe einen Kollegen sitzen in Singapur, sodass wir wirklich die unterschiedlichen Communities auch unterstützen können. Ich glaube, dass das Bild, das die Foundation Community Manager bezahlt, ist eines, das weder der Foundation noch den Communities gefallen wird. Ich habe aber schon eine Vorstellung davon, dass es mehr Unterstützung geben kann für die Menschen innerhalb der Community, die sich für diesen Bereich interessieren. Und ich glaube auch, dass dieses, was ist das Faktenchecken, wie passiert das, ist ja ein Teil, wo die Konflikte passieren. Und ich sehe auch die Konflikte als was sehr Positives an sich an, genau auf dem Hintergrund, wenn wir uns nicht darüber auseinandersetzen, was ist denn tatsächlich und wenn es darum geht, wie hoch ist dieser Berg nun wirklich? Und das wird geführt in einem Berg aus Nepal in der Originalübersetzung als so und so hoch und in der amerikanischen Datenbank wird es anders geführt, was ist richtig. Auch darüber kann man sich sehr intensiv und heftig streiten und das ist in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, wenn bestimmte Leute ganz oft das Gefühl haben, sie verlieren, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben, eine gewisse sexuelle Orientierung haben, eine gewisse Hautfarbe haben, einen bestimmten Hintergrund mitbringen und öffentlich gemacht haben, den sie nicht selbst gewählt haben, sondern der einfach Teil ihres Lebens ist. Und da Communities auch stärker zu unterstützen, zu lernen, wie nehmen wir da Rücksicht? Wie sehen wir diese Dinge? Zu sensibilisieren. Ich setze weiterhin auf ganz, ganz viel Freiwilligkeit, aber mit mehr Unterstützung, mit mehr Hilfe zu erkennen, was ist überhaupt Harassment wegen? Was ist Diskriminierung wegen? Und was brauchen Menschen? Und mehr Unterstützung auch für die Menschen anzubieten, wo das nicht optimal passiert ist, wo Communities nicht gut reagiert haben. Ich glaube, das ist wirklich das, wo ich gerne mehr Energie, mehr Zeit, mehr Geld hineinfließen sehen möchte und wofür ich mich auch insgesamt einsetze. Ja, danke. Ich habe hier noch einen Einwurf von Twitter zur Diskussion von vor 10 Minuten circa. Und zwar schreibt hier eine Nutzerin, was Ferda Attermann kritisiert, fangen die Fachredaktionen meines Erachtens zum Teil auf. Es gibt ja durchaus Qualitätskontrolle und sogar gerade ausufernde Leitlinien, wenn ich an die Medizinredaktion denke, schreibt sie hier, es ist eben keine reine Crowd-Intelligenz, sondern es gibt da durchaus sozusagen noch Abstufungen innerhalb der Wikipedia. Ansonsten gab es hier noch eine Publikumsfrage. Wir müssen uns fragen, weshalb nicht mehr Frauen an der Wikipedia mitschreiben. Ist es wirklich nur der Männerclub, der Frauen aktiv von der Teilnahme abhält? Ich glaube, das hat ja auch jetzt niemand so direkt behauptet, aber da ist, glaube ich, die Frage dahinter, sind es nicht noch andere Faktoren, als dass es sozusagen einen Männerüberhang gibt? Wer möchte darauf nochmal antworten? Kann vielleicht ganz kurz, also da gab es ja auch Forschungen von Seiten der Wikimedia Foundation dazu und ganz genau weiß
ist niemand, aber es gab auch verschiedene Hypothesen, die angesprochen wurden und die sich zum Teil bestätigt haben, zum Beispiel auch, was schon genannt wurde, dass Frauen manchmal weniger Freizeit haben, dass Frauen Freizeit anders verbringen, mehr im direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Es gab auch die Hypothese, dass Frauen einfach sich im Internet an anderen Stellen insgesamt bewegen, das Internet anders nutzen und die Wikipedia für sie einfach nicht so eine große Rolle spielt, wodurch sie gar nicht erst auf die Idee kommen, mitzuschreiben. Auch die Hypothese, dass Frauen tatsächlich ihre Inhalte nicht finden. Also es gab erst kürzlich von unserem Research-Team eine Untersuchung, was Frauen eher lesen und was Männer eher lesen. Und wo tatsächlich Frauen hauptsächlich Biografien lesen, also dieser Ansatz zu versuchen, mehr Biografien und eben speziell Frauenbiografien, da mehr Frauenbiografien reinzubringen, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, wenn sie einen Fehler in einem Artikel sehen, ich könnte ja mal anfangen, was zu korrigieren. Das ist ja oft der Anfang. Das passiert eben weniger, wenn man keine Artikel findet, keine Inhalte, die einen interessieren. Also da gibt es eine ganze Gemengelage an Ursachen. Ich weiß nicht, Frau Attermann, Herr Dobusch, haben Sie noch andere Hypothesen und Dinge darüber gelesen, gehört? Also speziell zur Frage, warum Frauen nicht so sehr, die man ja auch auf die anderen Minderheiten oder die Diskriminierungsmerkmale übertragen kann, kann ich leider nicht wirklich bieten. Aber eine Sache, die ich ganz oft erlebe, also jetzt auch mit verbunden mit der Frage, wie kann Wikipedia diverser werden, ganz oft ist es ja auch wirklich der Informationsmangel. Also alle wissen irgendwie, ja, vielleicht kann man da kann jeder und jede mitmachen, aber dieses zu wissen, man ist da auch willkommen, also als direkte Botschaft in eine Richtung. Also wenn man mehr Frauen haben will, dann muss man einfach mehr, erstens irgendwie aktiv ein paar mehr Frauen reinholen und dann diese Frauen aktiv in den Raum schicken, so wie es heute gerade passiert mit Frau Steigenberger und theoretisch auch mir, obwohl ich gar nicht, also ich bin jetzt hier gar nicht als Schreiberin, aber und das dann rausposaunen in die Welt, also so wie man eben Leute versucht zu akquirieren. Also wir haben das auch bei Medien, die irgendwie sagen, ja, also wir schreiben halt, ich meine, Medien schreiben heute überhaupt noch selten Stellen aus, aber auch bei in den Volontariatslehrgängen, die sie dann doch ausschreiben, bewerben sich, so haben sie es früher immer gesagt, in den letzten Jahren hat sich viel geändert, bewerben sich so wenig Menschen aus Einwandererfamilien. Und es lag aber daran, dass sie es oft einfach nicht wussten und dass sie auch nicht wussten, dass wenn sie da reinkommen, dass sie dann da willkommen sind. So, das sind diese zwei Kernmessages, die muss man halt, also spread the news, ja, die muss man da reinholen. Und vielleicht braucht man auch Spezialangebote, schöne Begegnungen, die jetzt gerade nicht gehen, aber vielleicht nächstes Jahr wieder gehen, bei denen man eben Frauenstammtische für Wikipedia macht und dann irgendwie sagt, hey, hier bei einem guten Glas Wein, wir erklären euch, wie es geht oder so. Selbst wenn sie den Wein selber bezahlen. Aber ich bin gerade total dankbar, Herrn Dobusch, weil ich jetzt verstanden habe, weil ich mich oft gefragt habe, warum das Thema Fake News nicht viel, viel größer ist bei Wiki und das jetzt gerade verstanden habe, weil ich das genauso sehe, auch den Unterschied gerade zu sozialen Medien, wie eklatant der ist. Aber mir wäre wichtig, vielleicht nochmal zu erklären, also erstens, ich würde widersprechen, was JournalistInnen angeht, auch wenn es da noch so oft drüber steht, dass das sozusagen Wissen in Bewegung ist und Transformation und nichts in Stein gemeißelt, fühlt es sich doch so an. So für ganz viele. Und es wird auch einfach so benutzt. Und in dem Moment, wo wir wissen, es wird so benutzt, gibt es die Probleme schon oft. Und was diese Fake-News-Thematik angeht, haben Sie zwar recht, was das große Ganze angeht und vielleicht auch, was die Höhe des Berges angeht, da kann man sich dann trefflich streiten, aber dem Berg kann es am Ende des Tages vielleicht egal sein, aber gerade was Biografien angeht, da geht es dann oft gar nicht um Fake News, sondern darum, dass die muslimische Frau mit Kopftuch, da steht dann, sie nennt sich selbst Feministin und bei anderen ist sie Feministin. Da steht es dann oben drin, sie ist Autorin, Feministin und dieses und jenes. Und alleine diese Abstufung, das sind noch keine Fake News. Wahrscheinlich gab es so viel Streit, dass man sich darauf einigen konnte. Na gut, sie nennt sich wenigstens selbst Feministin, das kann ja nun niemand bestreiten. Das ist fachlich ein großes Problem. So. Und das, also das ist das, worum es mir eher geht und gar nicht so sehr um klassische Fake News, wie ist das ein und gelb oder rot oder grün gestrichen und genau. Aber also ich würde Wikimedia auch empfehlen, also ich würde Herrn Dobuschs Punkt total unterstreichen. Ich finde, da muss mehr Professionalität rein.
Und dann wäre tatsächlich mein nächstes und Werbung um, also gezielt in die Gruppen, die man erreichen möchte, damit sie sich angesprochen fühlen. Weil mir war das vor unserem Treffen heute, beziehungsweise vor unserem Vorgespräch, auch nicht so klar. Also wir haben alle mal gehört, ja, das sind irgendwie viele Männer. Mir war aber zum Beispiel auch gar nicht klar, dass das überwiegend ältere Männer sind. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber dass das gar nicht, also ich dachte früher, wahrscheinlich war das auch mal so, als es losging, ne? Es waren so die Nerds, so ein bisschen wie Attack. Das sind am Anfang so die jungen Wilden und dann werden die älter, aber die Gruppe ändert sich nicht wirklich. Und das, all diese Informationen waren mir gar nicht so klar und eben, dass es erwünscht ist, dass wir alle da reinkommen. So. Und gelb heißt Reich, Zeit, alles klar. Ich habe ja meinen Punkt auch gemacht. Man Nein. dreht dann immer noch so Schleifen. So. Das tut mir jetzt richtig weh, weil Sie haben jetzt auch nicht länger gesprochen als die anderen Gesprächsteilnehmerinnen teilweise. Aber wir sind schockierenderweise schon tatsächlich fast am Ende. Ich würde aber trotzdem sehr gerne, wenn es okay für Sie alle ist, noch eine kurze Schlussrunde machen. Und zwar werden wir mal eine Zeitreise machen. Wikipedia in 10 Jahren. Es gibt ja auch diese Strategy, Wikimedia 2030, aber auch Sie jetzt alle persönlich. Was würden Sie sich wünschen? Wie sieht Wikipedia aus? Wie sehen die Communities aus? Und was bedeutet Wikipedia als Wissensprojekt in 10 Jahren? Herr Dobusch. Ich möchte vielleicht meine Vision verknüpfen mit einer Idee, die mir eigentlich jetzt erst im Rahmen dieser Diskussion und oftmals erst beim drüber reden und gemeinsam drüber reden, fallen einem Dinge auf. Also ich glaube vielleicht, was es vielleicht auch noch braucht, und das ist natürlich auch etwas, auch das ist etwas, wo die Wikipedia so stolz drauf ist, dass eigentlich niemand genau weiß, wer da mitschreibt und das anonym ist und so weiter und man das unter Pseudonym machen kann und daran würde ich nicht rütteln, das sollte auf jeden Fall so bleiben. Aber, die Frage ist, vielleicht braucht es trotzdem sowas wie Wiki-Influencer. Ja, also und Influencerinnen vor allem und Wiki und eben, dass man sagt, stärker noch ein paar so Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die auch natürlich bereit sind dazu, in die Auslage stellen mit unterschiedlichen Hintergründen, die dann auch ein Vorbild sein können, ja, die quasi auch in diesen Communities rausgehen und in 2000, das ist eh was ich von heute auf morgen geht, ja. Aber welches soziale Netzwerk auch immer in 10 Jahren gerade das Hipste ist. Ja? Also ich bin sicher, es ist nicht TikTok und ich bin sicher, es ist wahrscheinlich nicht mehr Instagram. Ja? Aber welches auch immer, Wikipedia wird noch da sein. Da bin ich überzeugt. Und Wikipedia wird noch wichtig sein. Da bin ich überzeugt. Das ist eigentlich super. Also an Wikipedia liegt mir viel mehr als an diesen kommerziellen Netzwerken, die da kommen und gehen. Und was ich mir wünschen würde, dass egal welches Netzwerk dann das Coolste ist, ja, dass dann junge und ältere quasi Menschen, Männer, Frauen, Menschen mit unterschiedlichsten Hautfarben, Hintergründen, Religionen und Kleidungsstilen quasi dort als Wikipedia in Influencerinnen und Influencer sichtbar sind und quasi da auch als Personen ja, einladen, bei diesem Projekt mitzumachen. Und vielleicht wäre das auch eine Idee, hier so ein paar Vorbilder noch stärker quasi in die Auslage zu stellen. Also das ist nur als Gedanke und vielleicht gleichzeitig Vision. Wiki-Influencer, ja. Weitere Ideen, wir sammeln mal. Nein, Frau Attermann. Wie soll Wikipedia in 10 Jahren aussehen oder was wünschen Sie sich, welche Rolle Wikipedia vielleicht auch als Medium spielt? Darf ich als Dritte antworten? Geht. Frau Steigenberger. Ich wünsche mir, dass ganz viel von dem, was schon gut läuft, sich einfach weiterentwickelt. Ich wünsche mir, dass tatsächlich ja, der Code of Conduct, das ist einfach gerade das Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, dazu führt, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen sich wohler fühlen können in all unseren Communities. Ich habe aber auch so ein Bild von tatsächlich einer Wikicon, also das ist das jährliche Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer und Wikipedianerinnen. Und ich habe so ein Bild, wo tatsächlich bisschen Benetton-mäßig. Bisher ist da manchmal schon so das Gefühl, das sind sehr Menschen, die unterschiedlich sind, aber alle sehr weiß und alle eben gewisses Alter. Da nochmal so ein Bild, wo wirklich viel, viel unterschiedlichere Menschen da sind, wo auch Blinde da sind, wo Menschen im Rollstuhl sind, wo Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben sind, wo viel mehr Frauen sind, wo Frauen mit Kindern dabei sind. Ja, einfach so ein Bild von einer ganz quirligen und lebendigen und bunten Wikicon. Das ist so meine Vision.
Ich will Sie nicht bedrängen, Frau Attermann, aber doch. Ja, alles gut. Ich meine, das waren jetzt schon die beiden wichtigsten Punkte, denke ich. Aber was ich auch noch gerne hätte, wäre eine klare Benennung von Verantwortlichen. Ich denke, das wäre auch noch ein Projekt für die nächsten 10 Jahre. Also das grundsätzlich natürlich die Frage, ob man das mit der Anonymisierung, darüber haben wir heute auch noch wenig gesprochen, ob man das hinterfragt, wie man damit umgeht. Aber vor allem für alle da draußen, über die geschrieben wird, dass es irgendwie eine sich verantwortlich fühlende Hotline gibt oder irgendwie eine Kontaktstelle, an die man sich wenden kann, beziehungsweise auch die man zur Verantwortung ziehen kann, weil das ist natürlich gerade ein großes Problem. Aber damit mache ich jetzt nochmal eine neue Kiste auch, wollte ich gar nicht. Aber ja, das klang doch schon sehr gut, die beiden anderen Wünsche. So, den schließe ich mich an. In der Tat, ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Wikicon, wo wir uns vielleicht dann treffen und gemeinsam anstoßen können wieder. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für die angeregte Diskussion. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte auch schon ankündigen, der Wikimedia Salon geht natürlich weiter. Auch hier in diesen virtuellen Runden, solange das notwendig ist, machen wir weiter. Der nächste Salon wird zu 20 Jahre Wikipedia stattfinden, nämlich im März feiert Wikipedia 20 Jahre Geburtstag. Und vor allen Dingen möchten wir den Wikimedia Salon ein bisschen dahin entwickeln, dass wir uns genau diese verschiedenen Dimensionen von Diversität und von Gerechtigkeit des Wissens noch näher angucken. Also Aspekte wie Barrierearmut und Wikipedia und dergleichen nochmal in einzelnen Veranstaltungen auch diskutieren. Darauf freue ich mich schon. Hoffentlich seid ihr alle dabei, die ihr jetzt gerade zuschaut. Und ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen, Christel Steigenberger, Leonard Dobusch und Ferda Attermann, und wünsche noch einen schönen Abend.